Der Juri ist für mich ein spontaner, ehrgeiziger, durchgeknallter Typ. Love is a word you say to one another. First love, erste Freundin. Und erste Ferien mit der Freundin. Also das ist wirklich komisch. Der erste Ausflug ohne Eltern ist zu Maxi und der erste Ausflug mit der Freundin. Dann haben wir das uns gegönnt, haben wir geplant. So, jetzt steht unsere Liebe nicht mehr im Weg. Jetzt sind wir auf Zermatt. Muss sich das vorstellen, ich in den Bergen, das ist also... Ich bin zwar ein Stadtkind, aber wenn ich in den Bergen war, bin ich keine Sekunde verpasst auf dem Berg. Also, ich bin eigentlich so, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Und das war meine erste Woche in den Bergen, wo ich kein einziges Mal auf dem Berg war. So verliebt war ich. Morgen. Ciao, gut. Ich bin ein Bergführer. Salut. Sammy. Sam, hört mich. Jetzt gehen wir zusammen das Material anschauen, alles bereit machen. Gut. Für heute den Trivel und für nachher das Material. Da sehe ich schon Helm. Helm, Klettergurt. Ja. Und den kannst du mitnehmen. Schüler ist welche heute? Ich wollte mit dir das diskutieren, ob es eventuell ein Thema ist, ob du mich so auflässt oder nicht. Es kommt ein bisschen auf deine Technik drauf an. Also. Mhm. Also je nachdem, wie du kletterst eigentlich. Aber könnten wir wie so heute einen Probetag machen, wo wir... Genau, dass wir mit dem einen Probetag machen würden. Ja. Und wenn es nicht geht, müsste ich halt dir nehmen. Genau, ja. Ist eben lustig, oder? Ich habe gestern den ganzen Tag geflucht über höhere Schuhe. Jetzt sehen ihr beide die an, ja, wo tiefer sind. Und, das ist eigentlich eben so ein bisschen mein Versuch gewesen, in diese Richtung zu gehen. Spielst du da Achillessehne? Genau, ja. Und das ist eigentlich also der Hauptgrund, wieso... Weil ich habe das Gefühl, von der Kraft her, von der Wädeli, ich mag es locker heben und einen guten Grip brauchst. Du brauchst sicher einen stabilen Schuh, aber ich habe das Gefühl gehabt, ja, das Einzige, entscheiden ans Matterhorn, weisst du, natürlich normalerweise schon nicht mit einem solchen Schuh. Ja. Weil du hast eigentlich keine Stabilität mit den Stiegeisen. Also, ich habe aber die Stiegeisen angelegt auf den Schuhen und ich habe gefunden, also, es hebt einwandfrei. Ja. Aber das wäre eben, ich habe das Gefühl, man testet das heute. Und nachher hätte man wie können sagen, weil der Gary hat gesagt, ja, es zieht den ganzen Schuh aus, wenn der Stiegeisen hängen bleibt, aber ich habe das Gefühl, es hebt bis dafür da flach den Fuß ab. Was hast du für Stiegeisen? Einfach die. Hast du die hier? Eben im Laden. Das mit den sogenannten Turnschuhen und ganz, ganz klar vom Steinlandi. Der hat den Rekord gemacht von Zermatt, vom Kirchenplatz, auf das Matterhorn zurück. Und in unterhalb von 4 Stunden. Und ich glaube, weil der Juri eben athletisch ist, weil er wirklich will performen, ist auch ein bisschen das Interesse, da einfach so in die Richtung zu gehen. Aber der Andi war über 100 Mal auf dem Matterhorn und der Juri hat noch keine 4000er gemacht. Also haben wir zwei Charaktere, die ein bisschen verschiedenen Hintergrund haben. Ich glaube, wir probieren das mal mit diesen Schuhen. Und dann kann der Juri selbst entscheiden. Das wird er sehr schnell merken, ob das geht oder nicht. Und ich werde das auch sofort sehen, ob das von seinem technischen Können eigentlich, ja, ob er da im Stand ist oder ob wir gescheiter die hohen Bergschuhe mitnehmen. Wow! 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 W
Aber schau mal, sind die Schuhe. Das ist geil. Hey, ich bin so ein Mongo, dass ich keinen Gurt habe. Hat niemand einen zweiten Gurt? Kaska schlimm. Damit sicher selbst nicht. So ein Scheiß. Auf Russisch heisst Stigise Kätzli. Kätzli? Koschki. Ich rede mit meinen Eltern Russisch. Für mich ist es natürlich auch Training, es ist Heritage, es ist meine Herkunft. Geil! Extrem. Man fühlt sich natürlich nützlich, wenn man mehrere Sprachen spricht und das kann verbinden und kann etwas ermöglichen, was sonst halt schwieriger ist. Wenn man jemand ist, der sich da nicht so gut verständigen kann, wie jetzt mein Onkel. Думай о том, что низко, изгибай колено. Warte. Важная вещь. And good feet, on your feet. Держись левой рукой сзади за эту штуку. Ja. Was für uns sehr schwierig ist als Bergführer, ist, wenn, wenn die Kommunikation nicht stattfindet, dann kannst du auch nicht Sachen erklären, also kannst du auch nicht weiter, ja, eigentlich weiterarbeiten. Okay, you go. Okay. Wenn er jetzt gehen würde, das hat nicht mit mir, das hebt nicht an mir, oder? Nein, das ist... Nein, ich habe ihn hier ganz fest, oder? Ja. Eben, das macht an mir nichts mehr. No. Das war sicher anders und neu für mich, dass du ihm ausgeliefert bist, im Sinne von, wenn er einen Fehler macht, dann ist es auch für dich vorbei. Natürlich waren wir da gesichert, aber es ist schon für einen Individualsportler ist es unheimlich schwierig, sich nachher an das anzupassen. Ja. Ich bin am Berg unterwegs und seile mich mit jemandem an, der eigentlich schlechter ist. Und man muss eigentlich für beide die Sicherheit garantieren können. Den muss ich mitnehmen, oder? Ja, alles mitnehmen. Ja, das musst du mir sagen, hä? Ja, die wachsen nicht einfach so in unserem Felsen. Ja, so Sachen musst du mir sagen. Ich klettere das erste Mal. Das erste Mal, aber schon schneller als er. Ja, das stimmt. Ja, aber weißt du, ich habe Stau da. Ich wäre schon längst oben. Ah, ja. Ich wäre schon längst auf dem Matterhorn. Ich wäre schon längst auf 5'4000er hätte ich schon längst. Nachher kommt der Unterländer und sagt er, ja, er sehe die Route schon. Das ist noch lustig. So, Zürcher Touristen wie mich mitnehmen. Zürcher? Das habe ich nicht gewusst. Zürcher. Bist du Zürcher? Zürich. Also ehrlich gesagt, ich bin so Fan von Bern geworden. Ich will mich eigentlich umbürgern lassen. Ich will Heimatort Bern. Wenn du Zürcher bist, kannst du dich losseilen. Kann ich schon, oder? Und nachher kannst du da rechts rübergehen. Also der Andi hat auch kein Seil gebraucht. Ich brauche auch keins. Es ist immer interessant, wenn man darf Witz machen und wenn nicht. Die Bergführer haben so ihre eigene. So, jetzt redet man und jetzt redet man nicht. Ich muss das noch etwas besser lernen. Ich glaube, der Richie hat gesagt, ich rede zu viel. Weißt du, er will mich etwas herausfordern. Huah. Schöne Sache. Mit den Schuhen. Das ist super. Super. Ich war natürlich mit dem Juri ein bisschen skeptisch wegen diesen Schuhen. Und dann habe ich gedacht, okay, wir können das probieren. Aber dann musst du einfach eine gewisse Voraussetzung an Technik bringen. Und dann haben einfach einen in eine steilere Wand reingeschickt, um zu schauen, wie er sich da bewegen tut. Vorne hoch, nein. Danke, Richi.
Es war mir schon klar, dass es eventuell nicht nötig ist jetzt für das Matterhorn, aber er hat mich einfach ein bisschen herausfordern. So. Er glaube auch so ein bisschen sehen, wo meine Grenzen sind. Und ich bin dann wirklich, wirklich. Ganz knapp kann ich mich noch heben. Ups, das war nicht gut. Ja, das ist gelbe Karte. Gelbe Karte. Das Resümee vom ersten Tag ist sicher, dass er technisch nicht viel Erfahrung hat, aber man merkt einfach, er ist ein Sportler. Und man merkt einfach, dass er, sobald dass man ihm etwas zeigen tut, oder über das Visuelle lernen und kann es sehr schnell umsetzen. Also muss man nicht eine mega Vorbereitung machen mit einem Sportler, der so ein Niveau hat. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu einem Normalsterblichen, der einfach viel mehr Zeit braucht, bis einmal die Bewegungen stimmen. Juri schaut das an und kopiert das und dann funktioniert das. Ja, was meinst du? Also ich glaube sicher für André ist das Matterhorn, gerade die Stufe, das grob. Sicher konditionell, aber auch technisch. Mhm. Und ja, also ich glaube, er hat sich heute auch nicht so wohl gefühlt. Ja, wir sind sicher früh auf Probleme gestoßen, wo immer wie klarer wurde, dass der grosse Gipfel vielleicht noch zu gross ist. Oder, ja. Oder einfach, dass man mehr Vorbereitung braucht. Ich glaube, genau, die Idee, dass man so hopp, tralala, dort raufkommt, so schnell, nein, funktioniert ist schon nicht, ja. sehr sportlich gsi. Und für andere macht es einfach momentan keinen Sinn. Da würde ich jetzt gescheiter noch mehr investieren, trainieren. Mhm. Und auch schlussendlich ist natürlich mit der Hege, das kommt dann noch dazu. Ja. Und dann wirst also da sehe ich nicht, dass das würde gehen. Ja. Я думаю, что мне надо неделю на акклиматизацию, тогда бы я попробовал. Но сейчас я не в том физическом состоянии здесь в горах, чтобы это пробовать. То есть меня не пугает вот это подъемы. Вот, но два дня на акклиматизацию, как оказывается, это мало. Sind wir schon aufgestanden? Ja. Oder? Schwieriger kommt. Keine Angst. Ich bin mega gespannt aufs Absteigen, ehrlich gesagt. Ich auch.